So, meine Freunde, da sind wir auch schon wieder. Im letzten Part haben wir Turm 3 und 4 gemacht und haben einen Kristallfaden gefunden, den wir auch sofort bei Melina abgegeben haben. Und wir erhalten nun gleich eine Weste. Der Boden ist hart. Okay. Ah, was zum... Okay. Ja, die scheint es ja auch hier sehr gemütlich zu haben. Wo schlafen eigentlich die anderen, wenn hier nur so wenig Betten sind? Okay, der Weise sitzt einfach noch. Na okay, bla bla bla, das kennen wir ja schon. Er schläft einfach auf seinem Teppich. Okay, hier ist auch nichts. So, gehen wir mal gucken, was Melina macht. Wahrscheinlich sollen wir einfach nur nachgucken. Ach, wo renne ich denn schon wieder hin? Ich verwechsel das jedes Mal. Oben links war, glaube ich, ja nur der Wohnsitz. So, Weberei. Oh, da ist sie. Fleißig am Ackern. Ihr Götter, erhöret mich, ihr Mächtigen. Ich flehe euch an, schützt Ark vor Verletzungen. Und bitte, bringt ihn bald wieder zurück. Hallo? Mausepups. Was ist los? Kannst du nicht schlafen? Deine Weste ist fast fertig. Morgen hast du sie. Ark, ruhe dich etwas aus. Ich hoffe, du wirst mich nicht verlassen, wenn die Weste fertig ist. Ark, das wirst du doch nicht tun, oder? Natürlich nicht. Wir sind halt ein richtiger Kerl. Natürlich nicht. Wer hat gesagt, ich würde in die Ferne gehen? Ja, ich habe gesehen, wie groß die Welt wirklich ist. Aber ich liebe diesen Ort, weil du hier lebst. Ich könnte nie gehen. Danke. Ark, diese Worte allein reichen schon. Du hast noch etwas Zeit. Ruhe dich aus, bevor du gehst. Komm morgen früh wieder. Ich werde dich erwarten. Ja. Mit Frühstück bitte. Ja, okay, haben wir halt nur diese kleine Sequenz gesehen. So, zack, 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 zack. Ab ins Dörflein. Ins Dörflein, ins Haus der Weisen. Zum Dorfältesten. So, gehen wir auch direkt wieder schlummern. Dup, 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 dup. Diesmal sollten wir auch durchschlafen. Genau. Und der neue Morgen ist herangebrochen. Und wir liegen schon wieder auf dem Boden. So, zack. Nochmal kurz speichern. Wenn man schon gerade davor steht, genau. Perfekt. So, und jetzt holen wir mal unsere Weste ab. Sagen die irgendwas noch? Nö. Auch nur wieder dasselbe Trara wie sonst. Fressen wir nochmal eben die Sachen weg hier. Haha, nom nom nom. Ja, leider sagen die nicht wirklich viel oder beziehungsweise Neues. So. Zack, 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 zack. Stratzen wir hier hoch. Zur Melina. Gucken, was sie uns hier Schönes gezaubert hat. Oh, da ist sie. Na, Ark, hast du gut geschlafen? Hier, nimm dies. Die Weste ist robust und widerstandsfähig. Beim Weben betete ich, dass dir nichts passiert. Sie wird dir gute Dienste leisten. Trage sie, wenn du in Gefahr bist. Ark erhält die Titanium-Weste. Boah. Was für ein geiler Stoffhetzen. So, dankeschön. Sei vorsichtig, ich werde für dich beten. Ja, okay, dann legen wir sie auch gleich mal an nach die Start. So, da haben wir es. Zack. Oh, das scheint sogar eine Sonderausfertigung zu sein. Melina webt diese Weste. Abwehr plus 6. Ja, machen wir das doch mal. So, und raus. So, jetzt mit der Titanium-Weste ausgerüstet, gehen wir auch sofort in Turm 5. Oder, nee, halt, wir kaufen nochmal. Wir wollten ja, bevor es zum Turm 5 geht, nochmal so ein bisschen shoppen. Wo war das denn jetzt? Ah, hier unten. Gehen wir mal eben zu den Magiern. Genau. Dup, dup. Willkommen beim Magier. Was haben wir denn hier? Ach so, ihr...
verursacht eisige Kälte, entfesselt die Kraft des Feuers. Wie viele nehmen wir denn mal? Das kostet Geld und Kristalle. Nehmen wir mal 5 mit. Feuer ist immer gut. Was haben wir noch? Kälte, Feuer, also nur das. Ja komm, Feuer nehmen wir auch mal, Eis nehmen wir auch mal 2 mit. Das war's dann auch schon wieder. Kristalle bergen einzige bla bla bla. Ich stehe hier nur rum und sag immer das gleiche. Von Tag zu Tag. So, gucken wir nochmal eben beim Händler vorbei. Genau, zack. Willkommen, wie kann ich helfen? Was ist das denn? Heilt Vergiftungen. Noch, ja, nehmen wir mal. Willst du das? Ja, aber nehmen wir mal 3 Stück mit. Weiß ja nicht, ob man da jetzt vergiftet wird. Was ist das? Aus robustem Holz gefertigt. Na, wir behalten mal unser Stöckchen. Aus zähem Leder geschneidert, da wir ja wissen, dass wir geheilt werden. Von dem Stock aus. Warum soll ich mir dann einen neuen kaufen? Also, wir sind voll. Metallknollen. Also begeben wir uns jetzt in Turm 5. Also, wir haben ein paar Zauber gekauft, ein paar Gegengifte und Heilknollen. Wir sind jetzt perfekt gewappnet für den letzten Turm. Und ich denke mal, wir werden Australien an die Oberfläche zurückholen. Wer gut aufgepasst hat. So, wo mussten wir denn jetzt lang? Ich glaube, hier. So, genau, hier rüber. Nee, hier rüber, genau. Zack. Das ist ja auch schön hier. Lava sehen und hier überall Eiskristalle. So, Turm 5. Genau. Gucken, ob der Fuzzi, was der Fuzzi jetzt gegen unsere Weste hier zu machen hat hier. Er starrt, genau. Jetzt schießt er und dann mal hier provisorisch blocken. Die Titanium-Weste hat dich bewahrt. Way. Hat er uns nichts entgegenzusetzen. Oh, Gegner. Zack. So, kann man hier wieder runter? Nee, das macht nur Aua. Okay, warum haben die denn das Loch da hingebaut? Ja, das war jetzt wieder ein bisschen bräsig. Ah, nein. Schneller Sprungangriff. Zack, tot. Sehr, sehr schön. Nee, ja, ihr könnt mich direkt mal. Gegen euch kämpfe ich nicht. Was ist denn hier los? Ah, hier unten geht's auch weiter. Gucken wir erstmal hier. Oh, okay. Dies ist deine letzte Aufgabe. Geh nun. Ja, okay, ich glaube, jetzt geht's ans Eingemachte. Gucken, was haben wir nochmal hier? So, haben wir Zauber. Möchtest du das auswählen? Jo. Ausgerüstet. Können wir da nicht reingucken? Nein. Möchtest du das auswählen? Nein. Also, ich denke mal, wir heilen uns lieber. Gucken wir nochmal in der Bibliothek. Da können wir, glaube ich, in die Schatulle reingucken. Oh. Feuerring. Ach so, kann man das machen. Ach, man muss das immer so machen, glaube ich, um Zauber zu wirken. Immer ins Menü gehen. Ich glaube, man kann die da oben gar nicht drin haben, aber keine Ahnung. Was ist denn jetzt los? Oh, wie episch. Eieiei, was kommt jetzt? Oh, ein Dämon. Ein Skorpion-Dämon. Eieiei. Was ist los mit dir? Okay, wir gehen auch direkt mal in den Angriff über. Mit einem Zauber. Zauber auswählen, ja. Ah, nein, du Blödmann. In die falsche Richtung. Ach, nee, verdammt. Ach, okay, du bist ja ein Trottel. So rum. Scheiße. Okay, das war jetzt extrem bräsig. Machen wir es nochmal. Jetzt aber. Ach, warum macht er das denn nur nach unten? Ach, das ist so scheiße. Ach, ja, super. Das hat es auch extrem gebracht jetzt. Ach, ja, das war jetzt. Also, ne, das war jetzt echt für den Hintern. So, dann wählen wir hier schon mal. Was macht das eigentlich? Erhöht die KP. Ach so. Ja, wählen wir aber mal die Wunderknolle aus. Das ist bereits auch so. Das habe ich schon ausgewählt. Ach, jetzt bin ich hier so ein bisschen verwirrt. Nee. Ja.
Gucken wir mal, was Eis macht. Ich hoffe, der schießt das jetzt nicht auch wieder nach unten. Also das ist ja schwachsinnig. Eisring, ja. Aber nach oben, nach oben! Okay, hat er nichts gemacht. Oh, oh, schnell weg hier. Genau, fress mal eine Knolle. Ach ja, kämpfe ich einfach mal regulär. Ja, das war jetzt echt ein bisschen blöd. Ach, was ist denn da los? Ah. Ey. Dreh dich doch mal da hin. Genau, zack, 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 zack. Er macht das ja aber jetzt nur noch, ey. Oh, jetzt muss ich mich mal ein bisschen heilen. Ja, okay, der Gegner war jetzt nicht ganz so spektakulär gekämpft, wie ich es eigentlich vorhatte, aber das hat mich jetzt doch so ein bisschen angepisst, das mit dem Feuerzauber. Warum hat er denn nur nach unten gesch... Ach Gott, jetzt kommt er mit seinem... Na, komm her. Na, komm her. Machst ja gerade eh nichts Spannenderes. Wow. Ja, deswegen bestimmt das Gegengift. Ach so, er schießt, okay. Oh, ich stelle mich gerade echt bräsig an. Oh, da rutsche ich ja direkt rein. Alles. So, fresse ich nochmal so eine Knolle. Okay, der K. Also, ich stelle mich gerade echt ein bisschen blöd an hier. Ja, Hauptsache, wir schaffen den jetzt noch. Zack, 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 zack. Einfach volle Pulle. Werden wir ihn schon schaffen. Ich habe ja genug eingekauft. Oh, sein Kopf ist schon weggeplatzt. Naja, scheiß drauf. Lassen wir uns halt treffen. Ich will mal nicht, dass er jetzt noch irgendeine super Attacke macht. So, einfach drauf. Ah. Dann dürfte er gleich schon Geschichte sein. Ja, egal. Das ist ja echt blöd, dass der Feuerstrahl nur nach unten geht. Der ist aber jetzt echt nervig. Jetzt mach doch mal hier. So, tritt. Ja. Der Skorpion-Gegner ist jetzt mehr oder weniger spektakulär besiegt. Okay, Dämonen-Skorpion ist bezwungen. Ark, du hast alle Prüfungen bestanden. Nun kann deine Reise beginnen. Kehre noch einmal ins Dorf zurück. Ja, ah, da habe ich mich jetzt aber auch wieder blöd angestellt. Ja, ich war einfach so ein bisschen angepisst wegen dem Feuerzauber. Da kaufe ich mir schon so einen Schnickzack, so einen Schnickschnack. Da kann man das so nach unten schießen. Warum? Beim zweiten Mal, da habe ich wirklich noch nach oben gedrückt vorher. Da hat er auch nichts gemacht. Aber es ist auch ein bisschen blöd, dass man diese Zauberringe nur auswählen kann, wenn man da in der Truhe ist. Dass man das nicht irgendwie auf eine Taste legen kann. So wie die Knollen oder das Traumsiegel oder was auch immer. So, genau. Jetzt kommt der letzte Kontinent. So, und somit haben wir alle versunkenen Kontinente wieder an die Oberfläche zurückgeholt. Jetzt machen wir uns aber danach sofort auf den Weg, um noch die zwei versteckten Kontinente zu holen, also an die Oberfläche zu befördern. Dann gehen wir ins Dorf, quatschen nochmal mit den Leuten und dann geht es auch schon an die Oberwelt. Aber was euch da erwarten wird, das seht ihr dann wieder im nächsten Part. Aber jetzt haben wir ja noch ein, zwei Aufgaben hier zu erledigen. Ja, du passt doch alles perfekt mit der Zeit. Genau, sehr schöne Landschaft. So, genau. Und da ist der fünfte. Klatsch! Australien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Meeres, das ist auch toll. Oh, die Hühner sind wieder normal.
Für alle Tierschützer, den Tieren geht's gut. So. So, die Türme sind hinter uns. So, mal gucken, wo ging's denn jetzt nochmal? Zu der Eisfläche? Ich glaube, hier weiter hoch. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Komm ich hier durch? Ach, ganz außen rum. Ja, genau da oben an dem Zipfel. Ja, hier, genau. Zack. So, was ist hier los? Ach, Mist, da war... Okay. Jetzt habe ich den Stein da oben nicht gesehen. Können wir den noch schieben? Gut. So. Bup, 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 bup. Zack und zack und zack. Und da ist auch schon das Türchen. Keine Gegner hier. Oh, diesmal keine schöne Planetensequenz. Mu kehrt aus den Tiefen des Meeres. Ah, jetzt Meeres. Okay, an die Oberfläche zurück. So, Numero Uno. Ach ja, das geht ja nicht. So, dann gehen wir nochmal eben zum zweiten. Nicht in den Turm. So, zack, 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 zack. Wo war er denn? Irgendwo an so einer Kuppe. Ne, hier sind wir schon zu weit. Ach, wo war das denn? Ich glaube hier. Ja, da genau, da unten. Das kann man ja noch schön einfach sehen. Aber den Mu, na, ist schon ein bisschen schwieriger. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. So, zack, zack. Sehr schön. Ach, wieder so ein Dicker. Ah, musste ich jetzt sogar gar nicht trainieren. Ich denke mal an... Ah, und da schon wieder ein Level up. Level 7 erreicht. Sehr schön. KP steigt um 6. Stärke steigt um 1. Abwehr um 1. Glück steigt um 1. So, zack. Boah, hat er die Schaden hier. Aber wir wurden noch gerüstet. Ach, Junge, gib mir noch einen Sack. Zack. Zack, gib mir noch einen Sack. So, was haben wir hier? Okay, Gefäße, das Türchen. Ja, benutzen wir die Gefäße auch mal. Und hopp. Wow. Und hopp. So. Ark wurde nochmal gerüstet zum Schluss. Und jetzt geht es auf. Genau. So, man sieht es zwar nicht mehr, aber Polynesien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Somit ist das auch schon getan. Wir haben hier quasi nichts mehr zu suchen. Und kehre noch ein letztes Mal ins Dorf zurück. Denn jetzt geht es an die Oberfläche. Wir müssen uns verabschieden. Ah, wir haben Melina zwar gerade noch versprochen, dass wir sie nicht verlassen werden. Aber so ist das nun mal. Das Schicksal der Welt liegt jetzt in unseren Händen. Mal gucken, was die Tusi hier noch sagt. Die Orakelfrau. Ark, du? Ich werde in deine Zukunft schauen. Gucken. Oh. Gucken, ob die immer noch dasselbe sagt. Ich sehe eine zerstörte Landschaft. Vor dir liegt eine lange Reise. Wow. Ja, da haben die echt einen mega neuen Text hingeklatscht. So, gehen nochmal eben in die Weberei. Zu unserem Puffelchen. So, wo ist sie denn? Oh, da steht sie, sie guckt irgendwie bedroppelt. Seifen! Entschuldigung, jetzt habe ich mich verschluckt. Sei vorsichtig, ich werde für dich beten. Ja, okay, die sagt gar nichts Neues. Bestimmt erst, wenn sie erfährt, dass wir uns verpieseln. Ja, den Hühnern geht's auch gut. Alles wird gut. Oh, der Angler, was sagt er? Ich muss eingeschlafen sein. Ja, bestimmt. Ark, ich sah dich im blauen Kristall. Du hast im Kampf gegen die Monster alles gegeben. Du warst großartig. Ja, ich bin schon voller Held. Okay, das Vieh dreht immer nur durch. Er sagt nichts. Nee, die Wolken sind sonderbar. Ich hoffe, sie bedeuten nichts. Ark, du bist so stark und so großartig. Ich weiß etwas. Ich weiß, du hast diese Monster besiegt, Ark. Du bist unser Retter, Ark. Ja, was sagt ihr noch Schönes? Ark, du willst gehen, oder? Wie schon einmal. Das Kind sagte etwas ziemlich Seltsames. Ark und Melina werden in die Ferne gehen.
Was meinte sie bloß damit? Aber jetzt werden wir natürlich erstmal zum Weisen gehen. Aber vorher mal eben speichern. Ne, wir werden speichern, wenn ich den Part beende. So, zack. Ach, wo gehe ich denn lang? Ja, einfach mal Geistesabwesender runterrennen. Okay, da ist der alte Sack. Ark, du hattest Erfolg. Du warst Zeuge der Wiederkehr der Kontinente, jedes einzelnen Turms. Doch nur das Land ist neu entstanden. Es gibt noch kein neues Leben. Ark, ich möchte dir etwas zeigen. Lass uns nach draußen gehen. Draußen gibt es in östlicher Richtung eine tiefe Erdspalte. Folge mir. Ja. Schwupps, schwupps, schwupps. So. Ja, können wir jetzt mit Melina reden oder nicht? Ich weiß es nicht. Nee, wir könnten rausgehen. Verabschieden wir uns nochmal von ihr. Ach, wollte ich schon wieder da hochrennen? Wahrscheinlich werde ich das jetzt können. Oh, sie will... Oh. Nein, bitte komm nicht da rein. Oh. Tut mir leid. Ark, ich kann dir nicht in die Augen. Ich habe gehört, dass du von hier weggehst. Mein Lachen sollte dich begleiten. Aber mir ist... Ich weiß nicht warum, aber ich muss weinen. Aber eines Tages wirst du sicher zurückkehren. Bis dahin werde ich warten. Ich bin sicher, dass ich an diesem Tag auch wieder lachen kann. Komm bald zurück. Gute Reise. Oh, ich dachte jetzt hier nochmal schnell eine Nummer. Tja. Gucken, was hat die zu sagen? Mit Melina stimmt etwas nicht. Sie weint in ihrem Zimmer. Ark, hast du Melina etwas angetan, du Unhold? Ja, klar. So, jetzt gehen wir aber mal gucken, was da an der Spalte abgeht. So, zack, 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 zack. So, ach, da oben. Die war gerade aber noch nicht da. So, Erdspalte. Wo ist der Sack denn? So, gibt's hier irgendwas zu entdecken? Nö, irgendwie nicht. Hm, okay. Gibt's nichts zu entdecken, außer einem Loch. Reden wir mit dem Sack. Der Erdspalt führt zur Oberwelt. Es ist ein seltsamer Ort, ein riesiger Ozean mit vielen Inseln. Einst stand die Welt in Blüte, reich an Tieren und Pflanzen. Doch alles Leben verschwand und zurückblieb nur ödes Land. Da rappt er auch noch hier. Ich wünschte, wir könnten die Oberwelt wieder beleben. Unglaublich. Ich würde gerne versuchen, dir zu helfen. Ja, ich fühle, dass ich dazu bestimmt bin. Hör meine Worte. Ark, begib dich zur Oberwelt und versuche, sie zu retten. Dort angelangt kannst du nicht zurück, bis alles vollbracht ist. Bist du bereit? Ja. Lass mich dir noch einen Rat geben. Der Kristallspeer aus der Truhe besitzt nur hier die Kraft, dich zu heilen. In der Oberwelt verliert er sie. Dort musst du Heilknollen benutzen, um deine KP aufzufüllen. Setz deine Heilknollen weise ein. Auf diese Weise ist dein langes Leben gewiss. Sieh den Gefahren ins Auge und du wirst alle Prüfungen meistern. Genug der Worte, geh nun. Kann ich hier nicht nochmal speichern? So, blöd hier. So. Na okay, hüpfen wir rein und speichern auf der Oberwelt. Dann seht ihr ja doch schon, was da abgeht, aber egal. Ja, ja, ja. Ach nein, nicht schon mal den ganzen Text. Nein. Ich dachte, vielleicht hätte er uns ja die Option gegeben, nochmal zu speichern. Ach, hätten die da nicht ein Event einbauen können, dass er da nur noch irgend so einen kleinen popligen Satz sagt? Aber nein. Ja, ich weiß. Ja. Ja. So, jetzt aber rein da. Wo kann ich denn hier reinspringen? So. Da fliegt er. So, auf ins Unbekannte. Kapitel 2. Fauna und Flora.
Portal. Was? Was ist geschehen? Langsam öffnet Ark die Augen und erblickt ein Land ohne Leben. Okay, wir sehen doch nicht die Weltkarte. Ich bin an einem Bestimmungsort angelangt, an meinem. Es gibt kein Zurück mehr. Was für eine traurige Welt. Öde Steppen und klamme Luft, kein Zeichen von Leben. Wie soll ich die Welt von ihrem Elend befreien? Das Fluffy schon wieder, der alte Sack. Klage nicht, mein Freund! Lass uns nachdenken! Ich wurde auserwählt, diese Welt zu erlösen. Ich bin mir meiner Verantwortung voll bewusst. Doch liegt die Rettung wirklich in meiner Macht? Du wirst es nicht erfahren, solange du hier stehst und redest. Oh ja, weise Worte. So, gucken wir mal, was hier abgeht. Huch. Liegt hier noch irgendein Klimbim rum? Kann ich hier echt nicht speichern? Was ist denn los hier? Ach komm schon, lass mich doch speichern. Ah! Ein Speicherpunkt, genau. So, zack, gespeichert. So, und im nächsten Part erleben wir die Oberwelt und versuchen mal ein bisschen Leben der Welt wieder einzuhauchen. Also, bis dann, meine Freunde, und ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Part wieder mit dabei. Tschö, tschö.